Wenn Jesus heute käme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Ein sehr gelungener Text zu dieser Frage. Später mehr zu diesem Thema. Zunächst eine andere Frage. Wenn ihr heute Mittag beim Essen sitzt, ist dann der Gottesdienst heute Morgen noch ein Thema? Und wenn ja, heißt es dann, ich weiß schon gar nicht mehr, worüber der gesprochen hat. Oder was wollte der eigentlich sagen? Deshalb zu Beginn eine Gewissensfrage. Wenn du des Sonntags morgens zum Gottesdienst gehst, kommst du dann in dem Bewusstsein, dass Jesus Christus dich verändern möchte? Oder ich frage persönlicher, rechnest du damit, dass Jesus Christus dir persönlich begegnen will? Bist du offen für Gottes Weisungen, für Gottes Führungen? Verstehst du die Herausforderungen der Bibel an dein Leben nicht als Last, sondern als einen Weg, von dem du von keinem anderen als Jesus Christus selbst getragen wirst? Denn da, wo das Wort Gottes bei dir Veränderung fordert, da hast du und ich die Chance, im Glauben zu wachsen und Führung zu erleben. Und das nicht nur als einzelner Christ, sondern auch wir als gesamte Gemeinde. Denn als EWG Wülfrath sind wir dynamisch, das heißt lebendig unterwegs und nicht statisch. Denn dann hätten wir keinen Blick für Veränderungen. Und von einigen meine ich jetzt die Frage zu hören, Veränderungen? Warum stellen wir dann keinen Jugendreferenten ein? Später mehr dazu. Diese Gemeinde, die EWG Wülfrath, wird in 4 Jahren, also 2027, 100 Jahre alt. Und aufgrund ihres Alters ist die Gemeinde aber noch lange kein Museum. Denn dann würde man ein Gemeindeleben führen, so wie es vor 100 Jahren war. Ich behaupte, diese Gemeinde wird nie ein Museum werden. Warum? Weil sie eine vom Heiligen Geist inspirierte Gemeinde ist, die sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss. Warum? Damit Christus verherrlicht wird und wir ihm ähnlicher werden, bis er wiederkommt. Und in der Adventszeit, ja bedenkt, in 11 Wochen ist Heiligabend. In der Adventszeit, in der werden dann auch diese Gemeinde wieder vom Kommen Jesu, also von der Geburt Jesu berichten und sich damit befassen. Heute Morgen möchte ich die Frage stellen, was ist, wenn Jesus kommt? Aber nicht mit dem Blick auf Weihnachten, sondern ich möchte den Blick nach vorne richten und fragen, was wird sein, wenn Jesus wiederkommt? Wir hören auf den Predigtext, er steht in Matthäus 25, das sind die Verse 1 bis 13. Und wie schon gewohnt, hören wir nicht die Elberfelder Übersetzung, sondern die Übertragung eines Elberfelders. Wenn diese Welt einer neuen weicht, es folgender Geschichte gleicht. 10 Mädchen gingen auf leisen Sohlen, um mit ihren Lampen den Bräutigam zu holen. 5 von ihnen waren sehr besonnen, die anderen nur mitgekommen. Die Besonnenen hatten Öl für ihre Lampen dabei, den anderen, den Törichten, war das Öl einerlei. Die Feier, sie konnte noch nicht starten, denn der Bräutigam ließ auf sich warten. In vorgerückter Stunde dann fingen die Mädchen zu schlafen an. Plötzlich erschallt um Mitternacht ein Ruf, dass es nur so kracht. Der Bräutigam kommt, die Feier beginnt. Ein jedes Mädchen sich nun besinnt, ihre Lampen zum Scheinen zu bringen, um dann beim Fest zu tanzen und singen. Doch die Törichten, die hatten ein Problem. Das war für sie äußerst extrem. Denn ohne Öl brannten ihre Lampen nicht. So ging eine zu dem Besonnenen und spricht, gib uns von eurem Öl was ab. Nein, sonst wird es für uns alle knapp. Wie töricht war es doch zu denken, meinten sie, man würde ihnen etwas schenken? Ihr müsst einfach zum Kaufmann laufen und dort euer Öl selber kaufen. Während die einen zum Kaufmann gingen, konnten die anderen schon vor Freude springen. Denn der Bräutigam war eingetroffen und hielt für die Klugen die Türe weit offen. So gingen sie vorbereitet zum Hochzeitsfest
wo man alsdann die Türen verschlossen lässt. Schließlich kamen die Törichten im Dauerlauf. Sie riefen: Herr, mach uns die Türe auf. Die Türe blieb verschlossen. Es brannte kein Licht. Der Bräutigam sprach: Ich kenne euch nicht. Drum bleibt wach und werdet nicht schwach, denn keiner weiß die Stunde, wann Jesus eintritt in unsere Runde. Soweit der Predigttext. Dem Physiker Albert Einstein sagt man nach, er hätte über einen längeren Zeitraum an verschiedenen Orten immer wieder den gleichen Vortrag gehalten. Und er hatte einen Gehilfen dabei, der für die Versuche zuständig war. Und eines Tages kommt der Gehilfe zu Einstein und sagt: Herr Einstein, ich habe Ihren Vortrag jetzt so oft gehört, den kann ich jetzt auch halten. Sind Sie damit einverstanden, dass wir unsere Rollen einmal tauschen? Einstein ist damit einverstanden, das Ganze klappt auch perfekt. Der Gehilfe hält den Vortrag astrein und dann können die Studenten Fragen stellen. Und ein Student stellt eine Frage, die ist so schwer und so komplex, dass der vermeintliche Herr Einstein denkt: Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und dann sagt er zu dem Studenten: Mein lieber Freund, Ihre Frage, die ist ganz einfach. Die kann sogar mein Gehilfe beantworten. Wenn Jesus wiederkommt, dann sind solche Tricks nicht möglich. Schauen wir auf unseren Text. In unserer biblischen Geschichte geht es um eine Hochzeit und um 10 Brautjungfern. Die Brautjungfern haben eine Aufgabe, für den Bräutigam bereit zu sein. Bereit zu sein, wenn der Bräutigam kommt. Um die Geschichte richtig zu verstehen, muss man wissen, dass damals in Israel Hochzeiten tagelang dauern konnten. Aber am Ende kam der Bräutigam zum Haus der Braut. Er kommt, um sie zur letzten Zeremonie der formalen Anerkennung ihrer Ehe zu geleiten. Und danach begann die große Feier mit Tanz, Jubel, Trubel und Heiterkeit. Der Bräutigam hat sich verspätet. Wir wissen nicht mehr, wie lange, aber er kommt auf jeden Fall. Jesus ist in unserem Fall der Bräutigam. Jesus kommt wieder. An jenem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird alles Falsche auf dieser Erde richtig gemacht werden. Wir werden die Wahrheit über die ganze Welt erkennen und alles wird ans Licht gebracht. Dein Leben und mein Leben wird ans Licht gebracht werden. Dein und mein Leben wird ein Ende haben und es wird beurteilt werden. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Jesus gebraucht hier ein Bild. Das Vorbereitetsein in dieser Geschichte besteht daraus, Öl für die Lampen zu haben. Das Öl ist dein Leben, dein Charakter. Also denk bei diesem Teil der Geschichte an dein Leben oder an deinen Charakter. Die Brautjungfern hatten nur eine Aufgabe, nur eine einzige. Sie sollten sicherstellen, dass ihre Lampen bereit sind, dass sie genug Öl haben. Warum? Damit, wenn der große Tag kommt, der Bräutigam kommt und die Feier anfängt, sie fertig sind für die Feierlichkeiten. Nur diese eine Sache, sagt Jesus. Der Bräutigam hat sich verspätet. Keiner weiß, für wie lange. In Vers 6 steht, der Bräutigam kommt um Mitternacht. Er kommt, aber 5 sind nicht vorbereitet. Sie haben kein Öl. Deshalb bitten die 5 klugen Brautjungfern, die anderen, ihnen Öl zu leihen. Warum leihen die klugen Brautjungfern ihnen kein Öl? Das scheint doch ziemlich egoistisch zu sein. Der springende Punkt ist hier, dass es einige Dinge gibt, die kann man nicht leihen. Eine Beziehung zu Gott, die kannst du dir nicht leihen. Eine Beziehung zu Gott, die musst du selber haben. Ein Charakter kannst du dir nicht ausleihen. Du bist verantwortlich für deinen Charakter. Du kannst nicht von deiner Mutter oder von deinem Vater oder einem Freund von dir einen Charakter leihen. Ein Leben kann man sich nicht ausleihen. Nur du gestaltest dein eines und einziges Leben. Und eines Tages wirst du mit deinem einen und einzigen Leben vor Gott stehen. Und wenn du dann an der Reihe bist, um vor dem Thron Gottes zu erscheinen, kannst du nicht zu der Person hinter dir sagen: Hör mal, leih mir mal bitte deine 20er Jahre. Die waren bei mir so ein bisschen nicht ganz so in Ordnung.
Das wird nicht funktionieren. Es gibt bestimmte Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Meine Gene, wie meine Eltern waren und so. Aber durch meine Fähigkeit zu entscheiden, Gutes oder Schlechtes, zu lieben oder zu hassen, kann ich meinem Leben ein gutes Stück eigene Richtung geben. Wir treffen solche Entscheidungen zigmal am Tag und gestalten somit unser Leben. Noch einmal, einige Dinge kann man sich nicht leihen. Ein Leben und einen Charakter kann ich mir nicht leihen. 5 dieser Mädchen sind nicht fertig. Sie sind nicht vorbereitet. Und die große Frage ist natürlich, wie kann das passieren? Sie hatten doch nur eine Sache zu tun, für den Bräutigam bereit sein. Aber sie haben versagt. Wie kommt es, dass Menschen am Ende nicht bereit sind für das eine, für das sie leben sollten? Wie kommt es, dass Leute am Ende ihr Leben vertan haben? Und wieder sehen wir, wie weise Jesus ist. Welches Wort benutzt er hier? Die 5 Unvorbereiteten werden nicht böse oder schlecht genannt, sondern gleichgültig und töricht. Und wenn ihr sie fragen würdet, warum habt ihr nicht genug Öl für eure Lampen mitgebracht? Ihr hattet doch nur diese eine Aufgabe. Warum habt ihr sie nicht erfüllt? Wisst ihr, was sie dann ganz bestimmt sagen würden? Dasselbe, was Kinder manchmal antworten, wenn sie eine dumme Sache gemacht haben und gefragt werden, warum hast du sowas Dummes gemacht? Was antworten sie dann? Ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Ich weiß auch nicht. Die Personen in der Geschichte von Jesus lehnen sich nicht gegen Gott auf. Sie wollen nicht bewusst unvorbereitet sein. Sie gleiten nur ab. Es gibt so vieles Interessantes. Für sie ist vieles gleichgültig. Vieles andere ist auch wichtig. Vielleicht betreffen dich folgende Fragen. Warum hast du nicht alles daran gesetzt, Gott kennenzulernen? Warum hast du deine Gaben nicht entfaltet und eingesetzt? Warum hast du nicht Großes für Jesus riskiert? Warum hast du dein eines und einziges Leben damit verbracht, von einem Termin zum anderen zu rennen oder vor dem Fernseher zu hocken oder von dem Gedanken an Spaß, Sicherheit und Macht beherrscht zu sein? Warum warst du nicht auf die Rückkehr von Jesus vorbereitet? Ich mache hier mal einen Schnitt. Sind das Dinge, die wir in einem Gottesdienst hören möchten? Möchten wir jetzt nicht viel lieber etwas vom herzliebsten Jesulein in Griffelein mit Windelein und Lämmlein und Öchslein hören? Wenn wir das möchten, dann wäre unsere Christsein, glaube ich, eine kitschige Museumsveranstaltung. Denn das Kind in der Krippe ist kein anderer als Jesus Christus, der Retter der Welt. Gott ist aus Liebe zu den Menschen selbst Mensch geworden. Es geht nicht um sentimentale Stimmung, sondern es geht darum, dass wir erkennen, warum Gott in diese Welt gekommen ist. Soweit dieser Einschnitt. Zuletzt beschäftigte uns die Frage, die dich vielleicht am Ende deines Lebens betrifft. Warum warst du nicht auf die Rückkehr von Jesus vorbereitet? Heißt deine Antwort dann, ich weiß nicht? Warum hast du Gott nicht erkannt? Warum hast du dich nicht in der Gemeinde für andere investiert? Warum hast du nicht mutig und mit großer Erwartung gebetet? Warum hast du nicht die Beziehungen zu anderen vertieft? Was ist aus deinem Leben geworden? Sagst du, ich weiß nicht? Jesus sagt, der Tag kommt, dass auch wir unser Leben vom Gesichtspunkt der Ewigkeit sehen werden. Spätestens dann werden wir sehen, dass nur Folgendes zählt. Dem Reich Gottes nacheilen und für das Kommen des Bräutigams bereit zu sein. Ich möchte für mein Leben nicht sagen müssen, ich weiß auch nicht, was mit meinem Leben passiert ist. Ich habe mich nicht gegen Gott gewandt. Ich habe ihm nicht die Faust gezeigt. Aber mir war vieles auch wichtig. Und so ist es mir einfach entglitten.
Für Jesus ist dieser Punkt von großer Bedeutung. Jesus fordert uns sehr, sehr deutlich heraus, auf sein Wiederkommen gut vorbereitet zu sein. Sei vorbereitet, verplempere dein Leben nicht. Wie sieht das konkret aus? Ich werde gleich einige Bereiche aufzählen und ich möchte dich bitten, wenn dir deutlich wird, das ist mein Bereich, wenn du merkst, hier brauche ich Veränderung, dann lass es nicht einfach so weiterlaufen, sondern sage dann, mit Gottes Hilfe, ich werde etwas ändern. Ich möchte mein Leben nicht beenden müssen und sagen, hätte ich doch. Eine Anmerkung noch, wenn man hier vorne steht, dann kann man den Eindruck haben, dass ich das alles im Griff habe. Doch das, was ich jetzt sage, das gilt euch so genauso wie mir. Ein erster Bereich, Sünde. Da kommt der Mann vom Gottesdienst nach Hause und seine Frau sagt, na, worüber hat der Pastor denn heute gepredigt? Über Sünde. Und er war dagegen. Stichwort Sünde. Denkst du, dass schlechte Gewohnheiten in deinem Leben einfach spontan irgendwann verschwinden? Wenn ich mir den Vorwurf mache, hätte ich doch nur, dann wird das meistens auch etwas mit Sünde zu tun haben. Vielleicht bist du heute Morgen hier, um das zu hören. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Sie will dich beherrschen. Du aber beherrsche sie. Weißt du, wo dieser Satz herkommt? Gott sagt ihn zu Kain in 1. Mose. Kain hat die Sünde nicht beherrscht und aus Neid seinen Bruder Abel getötet. Wir sitzen hier und die Sünde lauert auf uns. Schlechte Angewohnheiten und mangelnde Beherrschungen stören immer wieder unsere Beziehungen zu Gott. Wie zum Beispiel das Verurteilen von Leuten, Unehrlichkeit, sexuelles Fehlverhalten, zynische Bemerkungen anderen gegenüber, ist so eine Spezialität von mir. Oder was es auch immer sein mag. Manchmal geht es auch nur darum, dass Gott nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht weißt du, dass es Mühe kosten wird, Dinge zu ändern. Du würdest gern damit aufhören. Vielleicht hoffst du, du könntest es, aber du hast nie richtig ernsthaft gesagt, was immer es kostet, jetzt tue ich es. Und ich frage dich, ob du heute Morgen den Mut hast, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht weiß niemand von deinem Versagen und du solltest vor Gott, vor dir selbst und vielleicht vor einer anderen Person Schuld bekennen. Vielleicht ist es dran, dass du Hilfe in Anspruch nimmst. Und du weißt genau, du wirst dich nicht ändern, bis du diesen Schritt getan hast. Ihr Lieben, der Bräutigam kommt zurück. Da gibt es keinen Zweifel, so wird es sein. Jesus sagt es, wird der Tag kommen, dass du sagst, hätte ich nur, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Warum habe ich mir mein Problem nicht eingestanden? Warum habe ich nicht jede mögliche Hilfe gesucht und gekämpft, die Sünde aus meinem Leben zu bekommen? Warum nur? Sagst du, ich weiß es nicht. Möchtest du so dastehen, wenn Jesus wiederkommt? Ich nicht. Lasst uns nicht warten, bis es zu spät ist. In dem Buch Die Hütte lautet ein Satz, Gott, ist es eine Freude, Sünde zu heilen. Der nächste Punkt, der zweite, hat damit zu tun, ein Risiko einzugehen. Stichwort Risikobereitschaft. Es geht um deine und meine Risikobereitschaft. Ein Grund des Bedauerns könnte es sonst eines Tages sein, dass ich sage, ich bin für Gott kein Risiko eingegangen. Ich habe ihm nicht vertraut, als er mich gerufen hat, als er mir Wege gezeigt hat, die ich gehen soll. 3 Beispiele sind mir eingefallen, wo Christen unserer Gemeinde sich einer besonderen Herausforderung gestellt haben. Da ist Helmut Plenio. Er kommt auf einer Evangelisation zum Glauben, gibt seinen Beruf auf, studiert Theologie und geht mit seiner Frau Otti als Missionar der Allianzmission in die japanische Stadt Iwakura.
Kürzlich habe ich ihn getroffen und es ist spannend zu hören, was er für Glaubenserfahrungen gemacht hat. Eine kurze Anmerkung dazu. Wenn du Christ bist, dann bist du erlöst. Aber wenn du in deinem Fernsehsessel sitzen bleibst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du keine Glaubenserfahrungen machst. Ein zweites Beispiel. Das sind die Eheleute Reinhard und Petra Rottmann. Sie erwerben in Wülfrath eine Eigentumswohnung, richten sich gemütlich ein und erhalten dann die Anfrage, Hauseltern auf dem Wartenberg, dem Jugendfreizeitheim unseres Bundes, zu werden. Sie geben die Wohnung wieder auf und folgen dieser Herausforderung 28 Jahre lang, bis sie diesen Sommer ihren Ruhestand angetreten haben und das Freizeitheim vom Bund veräußert wurde. Übrigens waren auch die Eheleiter Horst-Dieter und Hiltraud Zillig ja ein paar Jahre Hauseltern auf dem Wartenberg. Das alles kann man nachlesen in Christsein heute in den Ausgaben September und Oktober. Und als drittes Beispiel, den meisten von uns bekannt, Familie Bigalke. 7 Jahre verbringen sie in Peru und sind maßgeblich am Aufbau einer christlichen Schule beteiligt. Heute sind wir als Gemeinde dankbar, einen so werten Mitarbeiter mit Auslandserfahrung und pädagogischem Fachwissen in unserer Jugend zu haben. Zudem wird er durch den jung gebliebenen Senior mit Herz Alfred und mit Janik, einem jungen Mann, der in Gemeindearbeit begeistert, eine optimale Ergänzung erfährt. Und nicht vergessen unsere Pastorin Elricia, die nicht nur in den Gruppenstunden, sondern auch in den 1-zu-1-Gesprächen bereit ist. Und da wäre noch Heinz-Bert Meurer zu nennen, der durch die Zusammenarbeit mit der EWG Fellwort als weiterer Pastor diesem Team zur Verfügung steht. Da werden Erfahrungen mit Jesus gemacht, die man nicht kaufen kann. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch nicht verheimlichen, dass es in unserer Gemeinde die Meinung gibt, dass wir einen Jugendreferent einstellen sollten. Und es freut mich, dass solche Äußerungen gegenüber dem Ältestenkreis offen ausgesprochen werden und nicht hinter vorgehaltener Hand. Da wird deutlich, dass wir eine dynamische und keine statische Gemeinde sind. Letztlich werden die Mitglieder dieser Gemeinde in der nächsten Mitgliederversammlung darüber entscheiden, wie wir dieses Thema weiter angehen. Wir werden uns austauschen und offen darüber reden. Und zwar miteinander und nicht gegeneinander. Doch egal, wie wir uns entscheiden werden, der Fortbestand dieser Gemeinde ist davon nicht abhängig. Denn, vergesst bitte nicht, unsere Gemeinde gehört nicht den Mitgliedern und auch nicht dem Ältestenkreis und schon gar nicht der Pastorin. Es ist eine Gemeinde von Jesus Christus. Er ist der Herr der Gemeinde. Er sorgt für sich auch. Er sorgt für uns und damit für seine Gemeinde. Wir sind immer noch bei dem Stichwort Risikobereitschaft. Eine persönliche Frage. Wo ruft Gott dich, ein Risiko einzugehen? Vielleicht ist es eine berufliche Sache. Vielleicht geht es um Evangelisation. Vielleicht geht es um Mitarbeit in einem Bereich der Gemeinde. Vielleicht geht es aber auch darum, verbindlicher Teil dieser Gemeinde zu werden. Thema verbindliche Gemeindemitgliedschaft. Vielleicht geht es auch nur um irgendeinen anderen kleinen Schritt. Ein jeder von uns ist herausgefordert, seine Begabungen zur Ehre Gottes einzubringen. Und der Ältestenkreis ist gefordert, Talente zu entdecken, zu fördern, zu ermutigen, diese Gaben einzubringen. Damit keiner am Ende das Ende seines Lebens erreicht und feststellen muss, Gott hat mich zu einem Abenteuer gerufen, doch ich bin in meinem Sessel sitzen geblieben und habe ihm nicht vertraut. Ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen. Ich möchte das nicht bedauern müssen. Ein kurzer dritter und letzter Bereich. Wir haben über Sünde und Risikobereitschaft im Vertrauen auf Gott gesprochen. Der letzte Bereich hat mit Beziehungen zu tun. Der letzte Bereich, über den ich sprechen möchte, ist, ein Herz für Menschen zu haben. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens feststellen, dass ich auf der Beziehungsebene unheimlich viel zu bereuen habe. In der Beziehung zu meinen Eltern, dem Ehepartner, einem Freund oder Freundin. Als meine Frau und ich Anfang September unterwegs waren, hatte ich mir vorgenommen, wenn wir wieder in Wülfrath sind, dann lade ich meine Tante ein.
Als wir von unserer Reise zurückkamen, lag bei der Post eine Todesanzeige. Meine Tante hatte das Zeitliche gesegnet. Hätte ich sie doch früher eingeladen. Das ist wahrscheinlich das traurigste Wort in der menschlichen Sprache. Zu spät. Hätte ich doch nur. Jesus erzählt diese Geschichte von den klugen Menschen, die vorbereitet sind, und von den dummen Gleichgültigen. Jesus erzählt diese Geschichte und sein Schlusswort ist: Warte nicht, bis es zu spät ist. Komm nicht am Ende deines einen und einzigen Lebens an und sage: Hätte ich doch nur. Es wäre doch großartig, wenn wir alle am Ende unseres Lebens sagen können: Bestimmt habe ich Fehler gemacht. Aber wenn es um wesentliche Dinge in meinem Leben ging, dann gibt es bei mir kein Hätte ich doch nur. Der Bräutigam kommt zurück. Wir wissen nicht wann, aber er kommt ganz sicher. Also seid klug. Ihr Lieben, seid sehr, sehr klug. Lebe so, dass du bei der Rückkehr des Bräutigams bereit bist. Und ich denke, das, was wir heute Morgen gehört haben, war keine drohende oder angstmachende Botschaft. Auch kein Aufruf zu irgendeiner Leistung. Sondern die Botschaft, in der Jesus Christus mit offenen Armen vor dir steht und sagt: Ich liebe dich. Merkst du nicht, wie sehr ich dich liebe? Du bist mein geliebtes Kind. Vertraue mir, folge mir nach. Und dieser Jesus bietet dir an, dass er dich verändern möchte. Warum? Damit du ihm ähnlicher wirst. Bist du bereit? Amen.